ihn zu überraschen. Und damit ein gutes Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Batman Arkham Knight. 100% war noch schwer. Der dritte und letzte Bosskampf gegen den Arkham Knight hat begonnen und wir wissen es jetzt. Wer es ist? Jason. Todd. Er ist immer noch in meinem Kopf. Der zweite Robin. Ein bisschen Schmu von Rocksteady, die behauptet hatten, es wäre ein eigenständiger Charakter. Im Gegenteil, sie haben eigentlich einen alten Charakter in ein neues Gewand verpackt. Naja. Ich bin nicht mehr dein Helfer. Ich bin jetzt erwachsen. Wir müssen ihn einfach unterlaufen, dann können wir ihn angreifen. Kuckuck. Jason, ich kann dir helfen. Keiner kann mir helfen! Du bist nicht der Einzige mit Helfern! Schnapp sie dir, Batman! Okay, er lenkt auch eine Drohne, um mich zu suchen. Warte mal, kann ich die nicht zerstören? So, das Interessante an diesem Bosskampf ist also, das ist sowohl eine Stealth-Karte als auch das müssen wir anders machen. Also das ist sowohl eine Stealth-Karte als auch ein Bosskampf zugleich. Das Coole ist halt, dass es ein Stealth-Kampf ist. Komm, ich lass mich erstmal von der Drohne da zerstören jetzt. Damit sucht er jetzt mich nur davon ab. So, du bist der Typ, der das Signal hat und mich stört. Dann zeige ich dir mal, was ich damit mache jetzt. Signal ist zurück. So, wer noch? Drüben. Da unten ist noch einer. Vier Gegner, das heißt, ich sehe nur zwei. Also, der Arkham Knight zählt ja auch. Das bitte. Achso. Was ist mit dir passiert? Das ging dir zu schnell, gell? Komm her! Und solltest du woanders hingehen? Wir können nichts für ihn tun, wir verteilen uns! So, jetzt muss ich nur wieder eine Möglichkeit finden, am Arkham Knight vorbeizukommen. Es wird nicht schnell gehen, Batman! Du wirst leiden! Der sucht da drüben. Jetzt habe ich gerade die Möglichkeit. Das war der Joker. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Wag nicht so zu tun, als würdest du verstehen. Du wirst da drin sterben. Und das sterben. Was habe ich gemacht? Nein. Na, wieder zurück. Oh nein. Ich muss aus diesem Flügel abhauen, weil der sitzt hier Gas ein. Ich habe den falschen genommen. Ich muss durch das Rolltor entkommen. So. Der Fluter ist da drüben jetzt mit Gas. Ich habe gelernt, Schmerz zu ertragen, Batman. Und zwar von dir. Du kannst nichts angreifen, das du nicht sehen kannst. Das stimmt. Optische Beugungspanzerung. Deine Sensoren helfen dir hier nicht. Benutze deine Augen, Batman, wenn du noch Batman. Mach es, der fliegt schon mal. Jungs, sie brauchen ein Lager. Was zum Teufel? Mann am Boden! Wo seid ihr? Erdgeschoss, mitten im Raum! Noch einer? Autsch, hat bestimmt wehgetan. Batman lässt uns wie Idioten aussehen. Er
Er spielt Spielchen mit uns. Er will, dass wir Angst vor ihm haben. Ich habe keine Angst vor diesem kostümierten Freak. Lasst ihn. Wir müssen uns um uns selbst kümmern. Komm schon, komm schon. Ich warte ja nur, dass einer von euch irgendwo eine Rolltreppe nimmt. Den hast du Beine gemacht. Dann machen wir das anders. Du kannst uns nicht besiegen, wir haben den Neid auf unserer Seite. Er hat sicher Schiss. Wir und der Neid. Er hat keine Chance. Ja, ich hab nie eine Chance. Hier lang, da drüben. Ihr seid ja alle so stark. Oh, zerschmettere mich, weil mich hier zerschmettere. Während die da drüben gerade rummachen, okay, wir haben ihn verloren. Gründlich weiter, nehme ich mir mal gerade die Riddler-Trophäe da drüben mit. No shit, Sherlock. Das war ein bisschen zu knapp. Dieses Mal nicht, Batman. Und nach. So. Jetzt muss ich nur wieder zum Arkham Knight durch. Ich meine vorher. Nee. Hier gibt es ja auch Riddler-Rätsel, aber die kann man erst machen, wenn man den Knight bezogen hat. Deswegen sagte ich ja. Was? Da sind noch welche. Wo sind die? Warte, das check ich ab. Wann bist du das letzte Mal ohne deine Maske auf Jagd gegangen? Klingt aber auch schön. Eins. Ich sehe nur einen einzelnen. Das ist der zweite. Können wir schnell erledigen. Verdammt, mich hat was getroffen. Hey, der ist da lang. Oh, hast du Schiss? Klar, du hast Schiss. Oh. Halt schnell, ich versuche dich da rauszuholen. Ah. Oh. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber auch egal. Ich hätte es eigentlich nur auf ein Geräusch von das Ausschalten abgesehen, aber dann gut. Beeil dich und hol uns hier raus. Ja, ja, mach ich ja. Muss ich nur zum Arkham Knight. Da ist was vom Riddler. Ich sehe schon wieder grün. Das muss ich, glaube ich, scannen. Das hat was mit Scarecrow's Angst zu tun. Objekt aus. Weißt du überhaupt, was der Joker mir angetan hat? Genau. Was er für Spiele gespielt hat? Im Vergleich dazu wird das hier gnädig. Cranks Arcane. Da musste ich nichts scannen. Okay. So. Ah, da ist auch noch was zum Zerstören. So. Wenn ich mich beeile, schaffe ich es. Du hattest so viele Gelegenheiten, ihn umzubringen. Er fand nicht. Zur Vernunft, Robin! Nenn mich nicht so! Ich bin nicht Robin! Macht er wieder hier überall Gift? Nein, der Schweinehund. So. Ich hab keine Angst vor dir, Bruce. Für mich bist du keine Legende. Schalte sie aus und dann bringen sie weg.
Scheiß Wachgeschütze. Egal, wir kommen da trotzdem vorbei. Was der Joker getan hat, tat er nur deineswegen. Er hat mich zerstört, um dich zu ärgern. Hier hat der Riddler später auch Sachen da drin. Deswegen, wie gesagt, da müssen wir später mal zurückkommen. Das ist übrigens eine Stealth-Karte, so wie das angelegt ist. Ich war noch ein Kind. Du hast mich zu einem Soldaten gemacht und in den Krieg geschickt. Jetzt warten wir gerade. Servus. Du bist Robin, Jason. Nicht das, wozu er dich gemacht hat. Stopp! Sofort damit auf! Das kannst du bei mir vergessen. Selbst gewählt, der gute Junge. Wo kann man einen Mann besser um den Verstand bringen als im Irrenhaus? Oh, ich vermisse diesen Ort. Wer weiß, vielleicht landen wir eines Tages wieder dort. Dann komm mal mit, Gordon. Wir müssen aufs Dach gelangen. Scarecrow ist da oben. Was ist passiert? Ich habe Crane verfolgt und wurde geschnappt. Jim, das mit Barbara tut mir leid. Muss es nicht. Bringen wir das hier zu Ende. Ich hätte ihn aufhalten sollen. Jim, Vorsicht! Ihr habt nichts zu tun, Jungs, oder? Was mache ich denn? Was mache ich denn? Hey? Hier klatsche ich jetzt das meine. Nervt. Nacht. Das hätten wir. Bist du okay, Jim? Ging mir schon schlechter. Jim, ich wollte nur sagen, mit Barbara zu arbeiten, war eine Ehre. Nicht. Auch wenn du gewusst hättest, was sie tut. Sie war nicht aufzuhalten. Stur wie ihr alter Herr. Tapfer. In diesem Job erlebt man so viel Schmerz, so viel Leid. Aber nie werde ich die Zeugenaussage des 8-jährigen Jungen vergessen, der gerade den Mord an seinen Eltern miterlebte. Du warst freundlich, Jim. Ach, ich dachte, ich kriege vielleicht nie wieder die Gelegenheit dazu. Es tut mir leid. Du musst dich nicht...
Wir ähneln uns, Bruce. Wir würden alles für unsere Nächsten tun. Wer weiß es auch. Aber klar, Dark Knight hat ja auch in seiner Nähe direkt das gleich gesagt. Komm schon. So, Scarecrow, jetzt bist du fällig. Auf die Knie, Crane. Sofort. Du hast es also geschafft. Ich gebe zu, ich hatte Zweifel, dass es dir wirklich gelingt. Ich sag's nicht noch einmal. Und ich spreche nicht mit dir. Es ist Zeit. Zeit wofür? Jim. Tut mir leid. Es ging nicht anders. Her mit meiner Tochter. Dad! Barbara. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Was machst du da? Ruf den Transporter. Wir verschwinden. Ja, Sir. Es ist an der Zeit, dass die Menschen von Gotham erkennen, wer ihr Retter wirklich ist. Ein Mann. Nur ein Mann. Hoffnungslos. Verraten von seinen Freunden. Vor Angst gelähmt. Lass sie gehen. Ihr beide habt noch eure Rollen zu spielen. Wir hatten eine Abmachung. Nachdem ich ihre größte Angst erkannt hatte, waren sie leicht zu kontrollieren. Sie geben sich selbst die Schuld für ihren Zustand. Sie müssen sie beschützen. Doch tief verborgen liegt die Gewissheit, eines Tages zu scheitern. Dank dieser Angst gehören sie mir. Überlegen Sie Ihren nächsten Schritt sehr gut, Commissioner. Ihr Leben hängt davon ab. Dad! Nein! Dachten Sie, ich will seinen Tod? Dachten Sie, das würde Ihre Tochter retten? Wissen Sie, was geschieht, wenn man sich weigert, sich von seinen Ängsten kontrollieren zu lassen? Sie werden wahr. Nein, nimm mich, bitte. Sie willst du doch gar nicht. Nimm mich! Du machst mir keine Angst. Angst ist nur natürlich. Bist du verletzt? Ich dachte, du bist tot. Jim wusste, was er tat. Da! Wo bringen Sie ihn hin? Wo ist das Batmobil? Zerstört. Was? Keine Sorge. Lucius hat einen Ersatz. Wie war das? Ist es ein Unikat? So, ich sollte ja immer was mit Stufe 4 abschießen. Bitteschön. Versuchen. Das war nur kritisch. Das war kein perfekter Treffer. Primärziel hat Diamond weggetroffen. Panzerung ist durchbrochen. Du schießt jetzt keine Rakete an. Nee. Das war ein perfekter Schuss. Mann. Das war nur kritisch. Twin Red dann zerstört.
ist denn der mit den Scheißraketen? Du nervst. Das war ein perfekter Schuss. Och nö. Das muss ich dann doch nochmal üben. Drohneneinheit in Otisburg zerstört. Scarecrow wird ihn töten, oder? Nicht, wenn er durch ihn zu mir kommen kann. Oh, wie ritterlich. Erinnerst du dich, wie du mich so getragen hast? Ich nicht. Ich war tot. Du kannst vom Revier aus arbeiten. Wir finden deinen Vater. Barbara, Scarecrow hat mich manipuliert. Ich sah dich sterben. Das war das Gas, Bruce. Mach dir keine Sorgen um uns. Du bist nicht verantwortlich. Wir kämpfen mit dir, nicht für dich, okay? Gut, dass du wieder da bist. Cash, ich habe Barbara gefunden. Bring sie zu den Zellen. Sie lebt. Gott sei Dank. Was ist mit Gordon? Scarecrow hat ihn gefangen genommen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir werden ihn befreien, Cash. So. Ich bin hier Herrscher der Straße. Boah, ich kümmere mich gleich. Wo ist Tim? Ist er okay? Er ist noch im Filmstudio. Es geht ihm gut. Barbara, schön dich zu sehen. Hallo Aaron. Ist eine Weile her. Barbara unterstützt uns von hier aus. Wie du meinst. Sie arbeitet jetzt für dich? Teufel, was sag ich denn da? Tun wir doch alle, oder? Okay, mal sehen. Zuerst stellen wir eine Verbindung zum Uhrenturm her. Die brauchen echt neue Computer. Okay, sind drin. Mist, Scarecrow's Männer sind schon da. Die wollen den Serverraum ausschalten. Kopier die Daten vom Zentralrechner. Geht nicht. Die Miliz blockiert unseren Zugang. Die Verbindung ist weg. Wir brauchen die Daten, nur so finden wir meinen Dad. Ich kümmere mich drum. Du kannst da nicht hin. Sie warten schon auf dich. Das hoffe ich doch. All die Jahre. Und ich habe immer noch eine Schwäche für die kleine Barbara Gordon. Zum Glück sitzt meine nicht genau zwischen den Brustwirbeln. Oh, der Joker, ey. Sie haben uns angegriffen und den Truck überrascht. Okay, wir gehen mal raus und jetzt dürften wir eigentlich auch die letzten Nebenmissionen-Aktivitäten freigeschaltet haben. Und jetzt schaut euch mal an, wie viele hier schon in den Zellen sitzen. Und ich glaube, jetzt geht das hier. Wartet mal. Die Tür ist auf, genau. Das heißt, Jack Ryder ist weg. So langsam fügt sich alles zusammen. Lady Gotham, da wird es sich abspielen. Ich konnte nicht auf dich warten, Batman. Das hier darf ich nicht verpassen. Gut, damit haben wir auch eine neue Nebenmission freigeschaltet. Lamm auf der Schlachtbank. Wir müssen ja diese Zellen hier vervollständigen, gell? Du hast bloß so lange überlebt, weil er das so möchte. Ja, das hättest du wohl gern. Mach sie fertig, Batman. Hey, mach es, bevor er rauskommt. Den Reifen. Tut uns leid, Batman. Wir haben nichts angerührt. Ah, dieser Dialog variiert auch immer hin und wieder. Als ich das letzte Mal gespielt habe, hat er dann nämlich gesagt, so, und jetzt sag mal, ich bin Batman. Schauen wir uns aber mal ganz kurz die Nebenmission an. Also wir haben noch das da zu machen.
Straßensperren gibt's. Hinweise der Feuerwehrleute, ich weiß immer noch nicht, wo die sind. Und Ezreal müssen wir auch noch finden. Und ja, wir haben über die Hälfte der Riddler-Rätsel gelöst. Schick, schick, schick. Ich werde die Dächer der Stadt nach Ezreals brennendem Bat-Symbol absuchen. Mal sehen, ob er bereit ist. Jetzt müsste ich ihn ja rein theoretisch irgendwie finden können. Hoffe ich zumindest. Verfluchte Panikattacken! Verfluchtes Angstgas! Dabei habe ich kaum was abgekriegt!